Hallo Leute, hier ist wieder Fürsuna aus Berlin. Heute ein Video mit What I Eat, was ich von meinem 5-Kilometer-Lauf esse und an dem Tag, wo ich den 5-Kilometer-Lauf habe. Vor dem Frühstück erstmal ein bisschen Obst genascht, eine Nektarine und so eine Plattpfirsich. Heute werde ich ein bisschen mehr darauf achten, was ich esse, dass ich nicht so viel gesättigte Fettsäuren esse. Und dass ich mehr Kohlenhydrate esse. Uiuiui, jetzt hätte ich beinahe vergessen, das zu filmen, was ich gerade esse. Also, ich habe da Cornflakes. Und zwar Cornflakes mit Keimen drin, von Demeter. Die schmecken voll lecker. Dann habe ich drin Banane und Heidelbeeren. Acai-Würfel, Goji-Beeren. Und dann so ein Lukuma, Maca, dann Zimt und halt Fleischmilch. Und ja, es hat gut geschmeckt. Es ist nur noch ein Rest da, aber das reicht euch, um das zu zeigen. Und dazu noch ein Grüntee. Der schmeckt so lecker und wärmt auf, auch wenn es Sommer ist. Jetzt ist es schon mittlerweile 2:30, genau. Ich war schon joggen. Ich habe auch 3 Aprikosen noch gegessen, die ich vergessen habe zu filmen. Und jetzt esse ich das. Ja, erstmal so zwischendurch mal Zeit. Ein kleiner Snack. Die waren so lecker. Also nochmal Nachschlag, 2 Plattpfirsiche. Ich esse so gerne Obst. Ich habe noch Hunger. Jetzt kommen noch so 2 Platten mit Cashewmus drauf und Marmelade. Ich habe so eine. So, heute ist der Tag des 5-Kilometer-Laufs. Das ist hier wie gestern mein Frühstück. Also gestern habe ich anders gefrühstückt, aber ich trinke Matcha und ein Glas Wasser mit Zitrone, eine Banane esse ich. Und gestern habe ich noch zu Mittag diese Falafels gegessen. Da habe ich mir so ein Bowl Reis gemacht. Dazu Joghurtsoße mit Gurke, was ihr von mir oftmals kennt, was ich immer so esse. Ich konnte es gestern nicht mehr filmen, sorry for it. Dann habe ich abends noch 2 Mohnrüben gegessen, weil Vollkornreis sättigt wirklich richtig gut. Und da kann ich lange satt bleiben. Und habe dann noch eine halbe Gurke gegessen dazu. 2 Möhren und Gurke spät abends. Und heute muss ich das halt natürlich ein bisschen dezimieren. Mein Essen. Es gibt kein Mittagessen, sondern nachher nur so eine Ice Cream. So, und noch so 2-3 Stunden vorher, vor dem 5-Kilometer-Lauf, noch ein leckeres selbstgemachtes Ei mit Banane und Mango und darüber noch ein bisschen Kokosflocken und einen grünen Tee dazu. Ja, ein bisschen Energie brauche ich zum Laufen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!